Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play von Ratchet & Clank A Crack in Time. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar befinden wir uns diesmal auf dem Corvus-Sektor, ganz genau. Weil in der letzten Folge haben wir den einen Planeten erkundigt und dort haben wir auch eine kleine Zeitreise gemacht. Dort haben wir auch wieder die Fungoiden befreit und nun haben wir auch ein bisschen die Zukunft geändert. Und ihr seht, Ratchet trägt diesmal eine neue Rüstung und zwar ist das die Hyperflux-Rüstung. Das ist auch die nächste und auch letzte bessere Rüstung, die man hier kaufen kann. Sieht ziemlich geil aus, nur schade finde ich, man sieht Ratchets Gesicht jetzt halt nicht mehr. Aber dennoch wollen wir jetzt wirklich alle Zunis in dieser Folge sammeln, denn laut Karte steht dort unten rechts 37 Zonis und insgesamt gibt es ja 40 Zonis und mir fehlen tatsächlich noch 3 Zonis. Zwei befinden sich noch hier im Corvus-Sektor oder nee, einer befindet sich noch im Corvus-Sektor, denn in der letzten Folge habe ich noch hier einen Zoni gefunden und die restlichen zwei, warte mal, befinden sich auf einem Planeten, das kann ich auch gleich zeigen. So, laut Karte befinden sich die letzten zwei Zoni genau hier auf diesem Planeten. Und zwar Planet Lumos. Dort werden wir natürlich auch hinreisen. Und dann die letzten zwei, drei Zonis finden. So, aber nichtsdestotrotz werde ich auch hier die restlichen Monde hier erkunden. Das geht ja auch ruckzuck schnell. So, aha, hier befindet sich schon der Zoni. So, das ist auch wieder ein weiterer Treibsandplanet. Vorsichtig. Ach ja, und wir wollen natürlich auch noch die Riederholokarten sammeln. Das werden wir auch noch schaffen, aber wahrscheinlich nicht in dieser Folge. So, jetzt wieder rüberschwingen. Ich meine, gleiten. So, vorsichtig. Nicht so schnell. So, im Moment läuft das ja ziemlich richtig gut hier. Nein! Ich wusste es! Ah, ich hasse das. Okay, nochmal von vorn. So, rüberschwingen und rüberschwingen. Okay, wenigstens bin ich jetzt nicht hier gestorben. Aber genau das hasse ich. Denn man weiß ja nicht, was genau ein vor uns liegt. So, hier, halt. So, genau. So, jetzt hier. Vorsichtig. Na, komm. Jawohl. Jawohl. Nochmal. Rüberschwingen. Und rüberschwingen. Und rüberschwingen. Und rüberschwingen. Und rüberschwingen. Und rüberschwingen. Und jawohl. So, vorsichtig. Jawoll! Na, Gott sei Dank haben wir es geschafft. So, Zoni Nummer 38. Wunderbar. Okay. Ja, diesen Modus haben wir dann auch schon erkundigt. Finde ich echt prima. So, ah komm. So, und jetzt bleiben uns noch zwei Monde übrig. Aber Moment mal, was ist denn hier? Ist das hier wieder ein Notrufsignal? Bist du? Oh, du bist nicht Kuschelbär 83. Bitte, wer immer du bist, hilf mir. Ich habe das erste Date mit der Liebe meines Lebens am anderen Ende des Sektors und meine Eskorte kommt nicht. Kannst du mich zu meiner Liebsten bringen?
Okay, klar, ich bringe dich zu deinem Date. Belohnung 18.000 Bowls. Ich gebe dir die Koordinaten durch und dann auf zu meinem Kessel aus Liebe und Sehnsucht. Hast du was gemerkt? Ich habe aus meiner Lieblingsserie zitiert. So, verhilf Hexer und Kuschelbär zu einem Treffen. Und woher kennst du dieses Mädchen? Aus dem Holonetz. Ich und Kuschelbär 83 spielen dasselbe KLVMMORPG. Was ist das denn? Es ist ein krass lebensverzehrendes Massenmehrspieler-Online-Rollenspiel. Sie ist in meiner Gilde. Oh, klar. Achtung! Achtung! Feindliche Schiffe geortet. Okay, ich hoffe, das waren jetzt alle, oder? Aber ich glaube, wir sind auch schon gleich da. Bist du das, Hexer? Kuschelbär, ich bin's! Du hast es tatsächlich geschafft! Der Hexer durchquert auch einen brennenden... Der Hexer durchquert auch einen brennenden Fluss, um dein Herz zu gewinnen, Süße! Meine Waffen sind noch feuerbereit. Es könnte wie ein Unfall aussehen. Schon gut, Aphelion. Los jetzt. Okay, das ist sein Date mit einer Valkyrie. Okay. So, aber dafür haben wir jetzt die 18.000 Bowls. Prima. Okay, laut Karte findet sich der nächste Mond hier. Oh. Ich hasse das. Das ist nur einfach Zeitverschwendung, finde ich. So, ich will auch nur einfach auf dem Mond landen. Es ist ein bisschen so schwer. Und vor allem 30 Schiffe sollen wir zerstören. Jawohl. Na bitte, geht doch. So, Corvus Sigma. Und dort befindet sich nur ein Gold Bolt. Alles klar. So, 35 Feinde müssen wir hier besiegen.
So, gleich haben wir es geschafft. So, verzieh dich. Okay, da sind die nächsten. So, noch drei Feinde. Aber wo sind die denn? Ah, hier ist einer. Ah, da sind die letzten drei. Wunderbar. So, du hast einen Goldbot erhalten. Wunderbar. Okay, dann haben wir auch diesen Mond erkundigt. So, laut Karte müsste jetzt noch ein Mond übrig sein. Und zwar ist es genau der dort hinten. Ach, der wird wieder von so einem Schiff bewacht. Ich will es aber nicht. Aber anscheinend haben wir keine andere Wahl. Ich meine, ist das wirklich so schwer? Ich meine, klar, das ist wenigstens abwechslungsreich, aber manchmal geht es so auf die Nerven, dass es nur einfach Zeitverschwendung ist. Vielleicht hätte ich das lieber auch offline gemacht. Bevor ich das hier aufgenommen habe. Naja, ist jetzt auch egal. Wir haben es sowieso gleich geschafft. Ja, musst du. Und gleich bist du tot. Jawohl. So, und dort befindet sich eine weitere Modifikationskiste. Alles klar. 40 Feinde. Ach du meine Fresse. Was denen dort alles so einfällt. So, Mr. Zuko, hilf mal. Wo sind die nächsten? So, ich hasse das immer, wenn die sich hier so verstecken. So, komm, gleich haben wir es geschafft. So, noch zwei. Und noch einer. So, wunderbar. Okay, das heißt, wir haben diesen Sektor auch komplett erkundigt. So, alle Monde erkundigt, selbst diesen einen Planet haben wir erkundigt. So, und ich würde sagen, es geht dann Richtung, Vela-Sektor. Nee, das ist Kortos-Sektor, sorry, Kortos-Sektor meinte ich.
Chaos-Sektor. So, laut Karte müssen die letzten zwei Zoni genau auf diesem Planeten wirken. Ganz genau. Planet Lumos. So, aber ich verstehe nicht, warum ist dieser eine Mond immer noch grün, obwohl auf der Karte zeigt er abgeschlossen. Naja, ist jetzt auch egal. Ich will die letzten zwei Zoni einsammeln. Und dann haben wir es komplett durch, meine lieben Freunde. So, da sind wir wieder. Okay, lass mal eine Karte checken. Aha. Okay, die nächsten zwei Zonen befinden sich einfach hier vorne. Okay. So. Ja, hier befinden sich auch schon die nächsten Gold Bowls. Ich sage auch schon mal so, ich werde wirklich auch in diesem Teil nicht alle Gold Bowls einsammeln, weil ich habe wirklich erfahren, die bringen mir eigentlich nicht so viel. Weil ich weiß, die bringen uns ein paar extra Bowls, aber um ehrlich zu sein, mit denen können wir, glaube ich, nicht so viel Großes anfangen. Deswegen ist es für mich ein bisschen Zeitverschwendung, die einfach einzusammeln. So. Ja, hier befindet sich auch ein Goldboot, aber den kriegen wir anders. Ich kann ihn netterweise auch mal euch zeigen, wie, wenn wir schon mal hier sind. So, du hast einen Goldboot erhalten, super. So, Wasser war anscheinend doch keine gute Idee. Ich hätte mal lieber Nektar behalten sollen. So, Nektar habe ich wieder. Hier schon mal direkt der nächste Goldboot. So, aber wir nähern uns schon. Das finde ich echt prima. Wunderbar. Okay. Ja, hier war die mieseste Stelle. So, dort war ich ja immer so dermaßen gestorben. Aha, ich bin durch. Okay, ja, wir nähern uns schon. Ihr kriegt mich nicht. So, ich möchte jetzt gerne runter. Wie war das nochmal? Hä? Ey, ganz ehrlich, Leute, wie komme ich jetzt hier runter? Ah, okay. Ja, wo ist denn der Zoni jetzt? Laut Karte muss irgendwo hier in der Nähe sein. Irgendwo hier? Hier oben ist nichts? Und
Ich höre ihn auch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal hier lang. So, jetzt bin ich hier. Ein bisschen merkwürdig ist das schon. So, ja, der eine befindet sich hier. Wenigstens wird diese kleine Stadt nicht angegriffen. Drinks gehen auf mich, Fremder. Jo, alles klar. Okay, lass mal schauen. Jep, der müsste irgendwo hier in der Nähe sein. Hier oben ist ja. Aber hatte ich nicht einzeln schon mal gefunden? Vor allem ihn eingesammelt? Aber wie komme ich jetzt hier hoch, ist die Frage. Wie komme ich hier hoch? Ah, Moment mal, ich habe eine Idee. Ich glaube von hier. So, genau. So, halt, halt. So, Karte, bin ich da hier drüben? Aber das führt mich doch bestimmt zu einem Gold Boat. So, jetzt muss ich hier lang. Laut Karte, genau. So. Hier? So. Okay, ich bin jetzt hier, aber irgendwo muss der Zuni sein. Ja, hier waren wir ja schon. Okay, aber wie komme ich jetzt hier drüben? So, ich gehe erstmal hier. So, das hat er mich jetzt zum einen Goldberg geführt. Aber wie komme ich jetzt hier rüber? Ich bin jetzt auch komplett woanders. Ah, halt, halt! So. Das sieht schon echt verdächtig aus. Ach, da ist er! Da ist der, Leute! So. Hab ich dich! So, Zoni Nummer 39. Jetzt fehlt mir nur noch diesen einen kleinen Zoni, den wir schon gerade gesucht haben. So, aber wie kriegt man den? Wie zur Hölle kriege ich den? Vor allem, wo ist er denn? Ja, laut Karte muss er irgendwo hier sein. So,
So. Genau, laut Karte ist irgendwo hier. Vielleicht ist er hier in dieser Ecke versteckt. Das kann gut auch sein. Aber hier sehe ich keinen. Aha, da ist er, Leute. Ich habe ihn doch gefunden. Hab ich dich. Hey Leute, jetzt haben wir alle 40 Zoni. Leute, wie geil ist das denn? Hammer geil. So, man hat jetzt auch gerade gesehen, jetzt muss man Lord Vorstellung bezwingen. Sehr eigenartig. So, ich kann auch mal in die Option gehen. Für den Vollständigen? Nee, bezwinge Lord Vorstellung. Wenn Lord Vorstellung weiterhin in Freiheit bleibt, wird die Polaris-Galaxie nie wieder sicher sein. Stelle ihn auf seinen eigenen Terrain und verpasse ihm einen Denkzettel, ganz genau. Aber Leute, um den zu kriegen, kann man das anders machen. Und zwar muss man das Spiel oder beziehungsweise die Hauptstory erstmal komplett durchspielen. Und erst dann kann man gegen Lord Vorstellung kämpfen. Ja, ihr müsst das mal so betrachten, das ist so eine Art Bonusmission. Deswegen, wenn wir das nächste Mal gegen Lord Vorstellung kämpfen, wird das dann auch eine Bonusfolge sein. Ja, finde ich echt super. Ja, die restlichen zwei Goldbulls, die will ich nicht einsammeln, weil, wie gesagt, die Goldbulls bringen in Wirklichkeit auch hier nichts in diesem Spiel, was ich auch ein bisschen sehr schade finde. Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen Planeten und ich würde dann auch sagen, ich werde dann auch den einen Redo-Holo-Karte hier finden. Bei mir ist es auch wirklich egal, wie lange die Folge jetzt dauern wird. So, okay, ja, hier haben wir alle Riederholo-Karten gefunden. Ah, da fehlen die zwei letzten, ja, genau. Hier befindet sich eine Dr. Nefaris Raumstation und ich weiß auch schon, wie man den bekommt. Und tatsächlich hier auf diesem Planeten befindet sich noch eine Riederholo-Karte. Okay, dann würde ich sagen, nichts für hin. Okay, da sind wir wieder, in dieser Valkyrenstadt. Okay, laut Karte befindet sich diese Riederholo-Karte genau hier. Ach du meine Güte. Ja, wo könnte denn sein? Ich meine, auf der Karte wird er ja angezeigt, aber wo genau? Das ist wieder das Problem. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, dann müssen wir wieder mal fast das ganze Gebäude wieder lang süßen. Ja, die Valkyrie ignoriere ich einfach. Obwohl, oh, müssen wir die wirklich wieder alle besiegen, nur um weiterzukommen? Boah, ich hasse das. So, komme ich jetzt nicht durch oder muss ich jetzt wirklich hier alle platt machen? Ja, tatsächlich, Leute, ich muss die wirklich hier alle platt machen. Ja, das tut mir jetzt leid, davon wusste ich jetzt nicht. Aber wir nähern uns schon. Wo. So, das haben wir schon durch. Er ist gut, wirklich gut. Wir haben noch einen Trupp verloren. Rotes Team, wir brauchen Verstärkung.
Team wurde dezimiert. Der Rebell hat die meisten meiner Leute erwischt und Verstärkung ist noch nicht hier. Haltet sie auf, bis der Captain aus der Zitadelle entkommen ist. So, war das hier? Nee. Ja, schlecht aus, würde ich mal sagen. So, könnt ihr euch mal bitte verpissen? Mann, ey. Ihr seid einfach zu viele. Hey, hier ist eine Modifikationskiste. So, prima. Aber als ob ich den nicht gefunden habe. Beim ersten Mal. Als wir hier sind. Also ich meine, als wir hier waren. So, geht doch bitte mal alle verrecken. Keiner will euch hier. Vor allem, wir haben euch besiegt. Wir haben sogar Cassiopeia besiegt. Naja, ist jetzt auch egal. So, ich glaube, der muss jetzt irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, ich sehe ihn ja schon. Ich sehe ihn schon. Na, nein! Ach, aber ich starte von hier, Gott sei Dank. So, laut Karte muss ich jetzt hier. Genau. So, hier ist auch ein Gold Bolt von mir aus. Dann haben wir wenigstens einen weiteren Gold Bolt. Kriegen dann noch halt ein paar extra Bolts. So, Leute, und das ist die vorletzte Riederholo-Karte. So, du hast einen Bauplan für den Rieder 500-Plan gefunden. Ganz genau. Und laut Inventar ist das jetzt die vorletzte gewesen. So, wo ist die Rida? Ne, mir fehlen tatsächlich noch zwei? Ist es deren Ernst? Okay. Aber wo könnte denn die sein? So, aber wo muss ich jetzt bitte schön hin? Ich will wieder zurück zu meinem Schiff. Ich weiß, der eine befindet sich irgendwo hier in der Nähe, nicht hier auf diesem Planeten. Und zwar befindet sich irgendwo anscheinend doch noch auf einem fremden Planeten. Oh, wo zum Teufel? So, hier kann ich wieder mich zurück teleportieren. Und dann nichts wie weg hier. So, ja, die nächste Riederholo-Karte befindet sich hier, aber ich brauche noch eine andere. Ach, der befindet sich noch im Vela-Sektor.
Okay, ach, hier befindet sich in dem Planeten Torrent 4, wo wir Azimut gefunden haben. Okay, dann würde ich sagen, nichts wie hin. Okay, da sind wir wieder. Ja, laut Karte befindet sich tatsächlich hier in der Nähe. So, aber, wie komme ich jetzt nochmal da drüber? Das war jetzt, glaube ich, mitten im Zentrum. So, zur Grotte teleportieren. Genau. Laut Karte bin ich jetzt genau hier in der Nähe. So. Ja, das ging dann noch flott. Und laut Karte befindet sich irgendwo hier. Aber wo? Ach halt, Moment mal. Hier war doch was eingerostet. Genau. Ich brauche nur Öl. Hier, da drüben ist Öl. So, oh, verpiss dich, ey. Du auch. So, verzieh dich. So. Und schwuppdiwupps. Es ist sauber. Und dort befindet sich die nächste Riederholo-Karte. So, das war aber die vorletzte Riederholo-Karte. Und Leute, ich will dann auch hier die Folge beenden. Und zwar, in der nächsten Folge werden wir endlich dann auch die Rieder 5 holen. Aber dafür wird dann auch leider in der nächsten Folge nicht die letzte Folge sein. Quasi jetzt nicht das Finale von der Hauptstory sein. Nee, nee. Denn glaubt mir Leute, ich würde mal sagen, das Finale von der Hauptstory wird wahrscheinlich die übernächste Folge sein. Okay Leute, ich hoffe wenigstens diese Folge hat euch endlich oder wieder mal wieder gefallen. Weil wir haben jetzt wirklich alle 40 Sonys und fast alle Riederholo-Karten. Es fehlt natürlich alle noch eine Riederholo-Karte. Sondern ansonsten würde ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank: A Crack in Time. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.